Damn you, Father. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Hades-Stream. Ich habe seit dem letzten Stream, der ja eigentlich der letzte Hades-Stream sein sollte, nochmal nachgeguckt. Wir brauchen noch 2 erfolgreiche Fluchtversuche, bis die Credits rollen. Also, zumindest was ich nochmal geguckt habe. Also, es ist in der Theorie machbar, wenn alles gut läuft am heutigen Tag. Also, legen wir los. Oh, come on, Serby. Hurry up and eat. This stuff can't be that bad. I mean, can it? Ja, wollte ich mir da mal noch kurz zu. Was soll das heißen? Was jetzt? Das war's? Gewöhn dich dran. Ah, shit, wieder die Todesursache nicht gelesen. Habe ich ihm eigentlich schon was gegeben? Nein. Ich glaube, ich bleibe auch erstmal bei den Göttern. Weil wir sind jetzt so kurz vorm Ende und... Ah, eigentlich ist es schon wurscht, ich weiß. Aber nee. Sollte ich hier noch... Thanatos und Mac finden, dann gerne. I know that it's a painful subject, sir, but can you tell me what exactly happened in the war that claimed Patroclus and yourself? He brought it up, said you refused to fight. Until he died. I did refuse to fight until he died. But at that point... Look, lad, if we're going to discuss these matters, best we do so in the lounge, not here. Oh, okay. Die Zeit vergeht. A fool of a king I served. I'd never take up arms for him. But Patroclus, he always had a different way of looking at things. As I refused to fight, he rose to the occasion. Took up my armor, led my brothers into battle in my guise. Fought nobly. But then he... Well... And after you found out... You sought vengeance for him, took vengeance. That I did. They got me finally, of course. But not before I broke them first. The war soon ended after that. It is an awful contradiction that to quickly end war, one need only extinguish many lives at once. I had not realized it at the time. Did you allow yourself to die? So that you could see Patroclus again here. Nein. I don't know. Maybe. I only know that I was filled with rage. Rage that subsided soon after I arrived here. I felt empty. I never saw Patroclus again. But I learned my brothers honored my last request, as my ashes were laid to rest with his. Anyway. Appreciate the drink. Nein, er hat nicht vielleicht. Du hattest einfach mal Pech mit deiner Ferse, oder? Oder hat irgendein Gott den Trojanern einen Tipp gegeben? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, du hast definitiv nicht dein Leben selber beendet. Weil du bist im Prinzip unverwundbar, weil es ist so ein bisschen wie bei Siegfried in der Nibelungen-Sage. Achilles wurde als Baby von seiner Mutter in einen Fluss getaucht, mit besonderen Fähigkeiten, auf jeden Fall in irgendwas getaucht, was ihn halt unverwundbar macht. Dummerweise musste seine Mutter ihn aber an irgendwas festhalten und hat ihn, warum auch immer, an der Ferse festgehalten. Ich hätte ja eher vorne am Fuß angepackt. Egal, lassen wir das. Auf jeden Fall hat sie an der Ferse festgehalten und deswegen war das die einzige Stelle, wo er halt... nicht unverwundbar wurde. Wie halt bei Siegfried in der Nibelungenlage, der ja im Drachenblut gebadet hat, aber durch ein Blatt, was ihm auf der Schulter klebte, dort nicht berührt hat und er da halt verwundbar war. Es ist genau dieselbe Grundlage, nur halt, dass Achilles Jahrtausende älter ist als Siegfried. Suppose I'd best be getting back to standing quietly about. Though that war, lad. Don't ask me about it again. All right? Fair. Of course. So, irgendwas konnte ich doch... Also,
Ich habe doch bei irgendwas hier potenziell später die Möglichkeit, was zu machen. Don't mind me. Aber scheinbar noch nicht jetzt. Remember, work more intelligently rather than with more ferocity. Ich mag diese Reaktionsblasen. Irgendwann. I can wait till the next fountain chamber. Irgendwann. Okay, du willst mir nur sagen, dass ich Sachen hier machen kann, okay. I always meant to ask you, Orpheus. Where did you learn to sing like that? Was it really Apollo himself who taught you? Oh, I learned from many different sources, Agrius. That is, before all of my inspirations started coming from a single source. I credit my accomplishments to her and to Apollo and the gods. And to considerable time spent practicing. It certainly paid off. A word, child. Klar. Wie, habe ich sie schon ausgemaxt? Ich habe sie schon ausgemaxt. Child, I know not exactly what you did, but I detected faintly an attempt by Chaos to reach out to me. A message nearly at the edges of my consciousness, yet I felt certain it was there. But I could not discern it otherwise. What does Chaos want from me? Ja, die verlorene Zeit irgendwie wieder gut machen, glaube ich. I think Chaos wishes to re-establish contact with you, Nix. The two of you drifted apart from one another, so I think I can imagine. I lost touch with Thanatos a while, but that was nothing in comparison to this. Isn't this some way you can reconnect? Now that the house is strong and this realm orderly, I do not know. But I shall think upon it, child. Leave me, please. Das ist irgendwie eine Depri-Runde gerade. Kann ich nicht mehr mit dir reden? Do what you will with these, my good chef. Seems fair enough. So, ich brauche noch zwei, das war dumm. Zwei, Titanenblut, um meine Fäustlinge aufzuwerten, glaube ich. Na, fuck. Unmöglich. Leider unmöglich, oder? Moment. Rechnen wir es kurz durch. Ich könnte jetzt momentan 29 Schlüssel bauen. Mit 29 Schlüsseln, beziehungsweise mit dem, was ich schon habe, an Schlüsseln, könnte ich auf jeden Fall 30 Nektar, ja, ich weiß mehr als 30, aber nee, 30 Nektar könnte ich mir holen. Oder nee, Quatsch. 6 Nektar. Genau, also 30 Schlüssel könnte ich mir momentan holen. Das wären 6 Nektar, womit ich mir nicht mal einen Diamanten holen kann. Und ich brauche 2. Das heißt, ich brauche... beziehungsweise ich habe ein Ambrosia, hätte ich ja sogar noch. Das heißt, ich brauche noch ein Ambrosia. Das heißt, ich brauche 2 Diamanten gleich 20 Nektar. 20 Nektar ziehen wir 2 ab, weil ich 2 schon habe. Wären 18 Nektar. 18 Nektar wären 90 Schlüssel. 90 Schlüssel minus 2 wären 88 Schlüssel. Das heißt, ich brauche 880 Nektar. 880 Edelsteine. Gut, das geht vorne und hinten nicht auf. Oder halt, Moment mal. Bin ich gerade dumm? Moment. Das ist ja Quatsch. Stopp. Ich habe jetzt ein Ambrosia. Will ich das riskieren? Damit hätte ich 2 Am... Moment. Oh. Ich bedauere nur, dass ich nicht gelernt habe, Speeren ausweichen. Ursache fehle. Another prophecy fulfilled. Oh, perfekt. Das hilft mir.
The claws of Enkidu helped me scrape by to the top. Das hilft mir perfekt. Mal kurz gucken. You are bound to me and I am your host. Genau, das Talos. Ding habe ich. Das will ich wieder machen. Weil der magnetische Haken ist halt super. Drei brauche ich. Halt, nein. Alright. Damit hätte ich 30%, 10% mehr. Das ist schon verlockend. Ich glaube, das will ich, Tatsache. Ich will mal kurz gucken, was ich dafür machen müsste. Cerberus featured house servant. Ja, dann hätte ich noch einen Ambrosia übrig. Fair and square. So. Kann ich hier noch was kaufen? Nein. Also ich könnte, aber will ich nicht. Wäre das hier quasi aufpimpen. Weil das andere waren an den Türen, ne? Schicksalslos. Du kannst die Belohnung für die nächste Kammer zufällig ändern. Insgesamt einmal. Ich will glaube das weiter behalten. So, jetzt pimpen wir erstmal kurz die Fäuste auf. I have returned. Und ich will. Malfon, awaken. So, ich glaube, ich finde meine Strategie nämlich ganz gut. Ich finde meine Strategie ganz gut, dass ich mit Zeus anfange, dann mit Dionysos versuche, den Brunnen-Perk zu kriegen. Und dann mal gucken. Weil die Meta dauert noch eine Weile. Ja, und wir bleiben hierbei. Oh, ich bin bei Hades gestorben beim letzten Mal. Ich konnte mich echt nicht mehr dran erinnern. Alright. No turning back. Was? Hätte hier nicht Zeus kommen sollen? Das hier. Fixed up. Geht doch. Ist ungewohnt, dass dann nicht gleich in der Startkammer was ist. Young man, I still wonder what became of her fair daughter. Ran away with mortals there, perhaps. Some of the tales even more preposterous. Don't go believing everything you hear.
And do be sensitive about the subject, hm? Demeter, she's been through quite enough. Ooh. Donnernder Tusch. Electric. Ja, okay. Klar, machen wir es gleich ein bisschen stärker. Klar, geh mal zu Chaos. Let me have it. Well then. Ich find's faszinierend, dass ich bis jetzt wirklich erst einmal hier angeln konnte. After some consideration and on your recommendation, I attemptedly need to make contact with the goddess Nyx again. She is quite distant from me now, of course. If you happen to know, did she receive the message well? Respond. Yeah, is she? Well, Master Chaos, she can be a little difficult to read at times, but I got the impression she was quite surprised, even excited to have heard from you again. She said that she would think about how to respond, or whether to respond. I see. Well, she shall find a way if it is warranted. I always did expect the world from her. There were times when I expected her to shine as bright as day, though she is night. When she achieved a certain level of ability, she left, and I could not find her. Ich mag diese Beziehung zwischen Chaos und Nyx. Bewegungsgeschwindigkeit und dann... Das ist aber auch, danach ist er, fügt deine. Das? Eigentlich fühle ich mich hier ganz gut ausgestattet. Dementsprechend würde ich fast hier hingehen. Weil 50% einfach mehr bei der Spezialität ist halt Gold wert. Sprichwörtlich. Ja, nehmen wir das. Let's see how this goes. Warum hat sich hier ein. Ah, hier ist neu. Ah, okay, neuer Text. Nyx scheint davon fest überzeugt zu sein, was sich aus den wenigen Worten, die sie über ihren Schöpfer verliert, erahnen lässt. Was? Nyx scheint davon überzeugt zu sein. Ah, okay. Hängt mit dem Text hervor. Es scheint, dass die beiden in der Vergangenheit ihre Verbindung zueinander abgebrochen hatten. Nicht aus einem bestimmten Grund, sondern so, wie ein junger Wolf sein Rudel verlässt, um sich einen eigenen Weg zu suchen. Da sich ihre Wege getrennt hatten, wurde ihre Verbindung zueinander geschwächt und scheiterte schließlich. Nunmehr verbindet sie nur noch das Schicksal der Einsamkeit. Verletzt. Gemstones. Nö. Oh, ich habe keinen Bock auf Poseidons Gaben, gebe ich zu. He lands again, huh?
Au. Had enough. Quatsch. Nee, ich glaube, ich spare mir das lieber auf für die Leute, bei denen es knapp. Hier Ares zum Beispiel. Eigentlich wirklich alle außer Poseidon. Sorry. Spar mir mein Nektar lieber, ich habe so wenig. It's likely, little Hades, that you currently reside just underneath one of my boundless seas. Normally you'd have to be submerged to use this power, but you know what? Close enough. Ist halt alles nutzlos. Ist halt leider alles. Ach ja, ich kann ja würfeln. Any other boons for me? Na, das sieht doch gleich viel besser aus. Ich glaube, ich nehme das. Nehme ich den Stumm? Nee, ich nehme das. Für mehr Scheiß. Here again. Ist es schon der letzte Raum? Nee. From Master Chaos has evolved. Spezialität. Ich glaube, um die Spezialität muss ich mir keine Sorgen mehr machen. So, ich nehme jetzt. Nehme ich Aphrodite mit? Ja, warum nicht? Death approaches. Oh. It's time. Good, I'm not too late. Got here as quickly as I could. Tust du, als müsstest du dir Sorgen um mich machen? I doubt this will take very long at all. No doubt at all from me. You die next. Oh. You're already dead. Hold it right there. Another gone. Achilles, he continues to ignore my polite outreach, doesn't he? Why, I've attempted to reach out at least several times. Your father's realm is really quite a lot. How terribly frustrating it must be. It's okay. Ich glaube, ich will das. Das ist auch cool. Weil wir sind auch so früh im. Ich will, glaube ich, das. Beautiful. Ich glaube, potenziell ist das jetzt auch besser. Erebus, here I come. What sort of fool goes into Erebus at will? Let's go, you wretches. Okay.
useless lot. There we go. Kurz Panik gehabt. Power of Olympus. Also, ich habe immer noch nur das. Da muss ich was ändern, okay. Zeus. Sehr schön, Zeus. Ist das der letzte Raum? Das ist der letzte Raum. Mist. Klar. In the name of Hades. Schockschaden ist zwar schön, aber ich will erstmal den Spurt. Weil ich glaube, umso mehr Zeus-Scheiß wir haben, umso besser ist auch das mit dem Schock. Angeln. Mine. Looks like a knucklehead. Tisiphone. Murder, 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 murder. Ah, es ist dumm gerade. Das war richtig dumm von mir. Always disturbing. Extrem wenig Gesundheit bis jetzt. Kein Wort von Vater, okay. So, jetzt Dionysos wieder. Ich brauche nämlich den Brunneneffekt. Dringend. Purge boons for coin. Deine Lebenskraft ist. Wenn sie aufgebraucht ist. Kann, ja, toll. Zahlst du mal das? Aber aktuell sehe ich da noch keinen Grund für. Jetzt habe ich gerade genug Kohle, um mir das zu gönnen. Obwohl, nee. Ich bin eigentlich gerade ganz gut wieder aufgestellt, sehe ich gerade. Ich befürchte zwar, ich brauche auch dieses Mal wieder Patroklos Hilfe. Ah, wer weiß. Geld. Irgendwie habe ich von allem sehr wenig. Was habe ich denn dieses Mal eingesammelt? Ach so, Finsternis habe ich glaube relativ viel eingesammelt. Au. Heiß. You're nothing. The power of Olympus. Mal mit Sport, nicht den Sport. Ich finde es also toll. Ey, kann ich mal bitte irgendwie eine. Ich wünsche, ich hätte jetzt doch das andere Losverfahren. Es gibt mir die Finsternis Gesundheit. Geld oder Charon? Sorry, ich muss mal zu Charon. Ich brauche mehr Perks. Boons, das heißt Boons. Ich muss mir zum Ende langsam mal merken. Boons. Hermes oder Ares?
Nanu, du hast was Neues zu sagen? Charon, mate. I don't suppose you've given any further thought to my proposal to just, you know, ferry me up to the surface, seeing as it's not out of your way. I'll take that as a no. Okay, ich kaufe jetzt den Ares-Kram. I can use this. I will keep fighting. Und leih mir mal dein Geld. Hey, Charon, want to fight? Ich meine, dieses Mal kriegen wir die Bonuskarte sehr früh. Oh, hi. You're just testing me here, right, Charon? I mean, when you place a huge sum of coin conspicuously within my reach, what do you expect me to do? Sounds good, mate. When I rob you from now on, it's just my way of saying, Charon, I would like to battle you to the death right now for a quick change of pace. Let's settle this like gentlemen, Charon. Fuck, der zieht mir hier echt eine Dings ab. Oh fuck, wir könnten hier schon sterben. Ja. Das lief beim letzten Mal besser. Nice fighting to the death with you. Looks like I'm back in the club. Oh, das lief beim letzten Mal so viel besser. Eieieiei. Stand down or suffer. Shit, das hätte ich auch verwundert. Au! You shouldn't have crossed me. Brunn. Why, hello, Zag. Fancy running into you. There's no need to work yourself so hard, you hear me, yeah? I reckon this should take the edge right off. Mhm. Gott sei Dank. Schwein gehabt. Sift. How about another? Leider erst beim nächsten Brunnen. Und zu dem muss ich kommen. Moving right along. Es kann Tatsache sein, dass ich diesmal bei der Hydra sterbe. Mies wäre das denn. Weak. Au. Keep me alive. Oh, das geht sogar hier der Rabatt. Cool. What a steal. Borrow.
Why not? Ernsthaft? Das ist schon der letzte Raum? Oh, shit. Fuck. Ich bin mal so dreist. Es ist ja scheinbar der letzte Raum. That was ill-advised. Ja. You lot, huh? Useless. Mine now. Oh, Nektar. Sweet. Scheiße. Es bleibt trotzdem spannend. Ich kann trotzdem immer noch bei der Hydra draufgehen und das ärgert mich. Gut, nehmen wir erstmal Zeus. Thank you, mate. Schock. Definitiv Schock. Klar, sollte ich aus der Scheiße hier irgendwie lebend rauskommen, brauche ich noch mehr Kohle. Shit. Die normale Hydra wäre kein Problem, aber hier ist halt alles Lava. Why, Lerner, you are looking positively fabulous, I have to say. Ja, okay. No, no. Oh ja. Puh. Bye for now, Lenny. Schwein gehabt. That victory of yours shall be short-lived. Befürchte ich auch. There's always the next one. Okay. Was will ich? Will ich Artemis weiter? Weil sie hat eine coole Fähigkeit. Da gehe ich auf Athene. Weil die potenziell Sache hat, die mir auf der kurzen Distanz hilft. Ja, ich riskiere so ein Geo auf Athene. Jetzt wissen Sie, was heißt riskiere es. Klar, warum nicht. What do I get? Was habe ich denn gekriegt? Du erhältst beim Betreten einer Kammer 10% Gesundheit. Oh, Schwein gehabt. Das lief. Wenn man so verkehrt. Ich glaube, ich will das erstmal behalten. Ich weiß zwar nicht, was es mir. Also, ob es
mir wirklich was bringt, oder zumindest das müsste mir jetzt was bringen. Ach ja, stimmt. Oh, dumm. Bringt mir jetzt aktuell gar nichts. Weil das zählt jetzt schon als Kamera wieder voll aufgeladen. Egal, war ja random. Another day or night in paradise. Hm. Geld oder Hermes? Hermes? Ich überlege gerade, was könnte ich von Hermes noch kriegen? Die Unverwundbarkeit beim Sport könnte ich von Hermes noch kriegen. Ansonsten... Ja, nehmen wir Hermes. Strongbows. Their boss, a certain half-sister of mine, perchance. Well, tough break. I got here first. Want one of these or not? Oh, er reagiert auf das, auf meinen Talisman. Sprint. Ausweichmanöver. Ist mir das Würfeln wert? Ne, das Würfeln nehme ich mir auf. Ich nehme das Ausweichmanöver. Ich meine, 15% ist auch nicht mehr so eine geringe Chance. So. Den Schockschaden. Der Shop oder Athene? Na, dann gehen wir jetzt auch zu Athene. Oh nein. Hier. Und das Miese ist, ich habe erst einmal dieses Ding gekriegt. Au. Womit ich verhindern kann, dass sie auftauchen. Lady Athena. Vorsicht. Ja, okay, sie kriegt den Nektar. As I remain committed to my task, goddess, I'm reminded none of this would have been possible without your aid. And so, I must give thanks, even if through a meager offering. I know there isn't much that you can do to show your gratitude at present, Zagreus. But I would ask that you save it for when your task is complete. You've more important matters to attend to now. Noch ein Nektar. I understand you nearly reached the surface lately, Zagreus. My confidence remains unshaken that you shall get out of there eventually. No matter what sorts of unknown horrors lie shrouded beyond the boundary there. Nachdem du verletzt... Ah, dieses nachdem du verletzt was bringt... Ich würfle jetzt. Scheiß drauf. Da habe ich halt keinen Würfel mehr, aber... Habe ich das? Ja, okay, wir riskieren es einfach mal, dass ich jetzt keinen... Was habe ich, noch für Fallen? Ja, doch. Doch, könnte was bringen.
Oh, okay. Anything I need. Ich nehme auf jeden Fall das mit. Should come in useful. Und dann nehme ich zwei zum Preis von einem. Ich wollte kurz sogar noch zu Chaos. Ich will. Nimm mal Athene erstmal. You honor me. Na shit. Egal. 5% sind okay. Perhaps you have defied me here in jest, young man. Though in such cases pertinent to my authority, you'll find I lack a sense of humor. Apologies, Lord Zeus. Here comes his wrath. Ow, ow, ow. Ganz schlecht gerade. All is forgiven and forgotten, Zagreus. What were we even going on about back there? Gott, das kotzt mir am meisten an, wenn sie mir die Hölle heiß machen oder sagen, ach, war doch alles nicht so schlimm. Das entscheidest nicht du. Himmlische Rache, ja, von mir aus. An dem Punkt. Lord Zeus' strength. Ich kann nicht. Entschuldigung. Das ist mir zu heiß gerade. Ach, great. Noch ein Bosskampf. Und das wird der Stier sein. Nee. Butterfly Chamber. In the name of Hades. Muss ich ganz scharf nachdenken. Schadensresistenz? Ich glaube, ich will die Schadensresistenz. Auch wenn mir das tatsächlich gerade gefallen würde, weil ich brauche Nektar. Ich brauche Leben. Aber das ist länger gedacht. Und da haben wir Gesundheit, sehr schön. Ich muss jetzt nur überleben. Oh, und ich bräuchte Patroklos. Patroklos wäre richtig Gold wert. Oh nein. More flame wheels. Ich wollte nicht scheiße an, oder? Hör mal bitte auf. Au. There. Es war halt richtig eklig. That's life. Ach Gott.
Ich war jetzt echt aus dem letzten Loch. Irgendwas Sinnvolles? Nee. Will ich eigentlich alles behalten jetzt. Scheiße, ey. You learned your lesson yet? One's Ryami. Styles for the Twin Fists. Das hier. Daedalus Power. Alright, gibt's hier irgendwas in Interesse? Nein. Okay. Gesundheit oder. Ja, ich brauche Gesundheit. Ein Brunnen wäre auch geil. Ich gehöre zu, ich brauche eigentlich zwei Dinge. Patroklos. Oh shit, ist das schon wieder der letzte Raum oder was? Ich sehe keine Chance, wie ich überhaupt an Theseus vorbeikomme. Es ist der letzte Raum. Und traditionell hat er hier keine Gesundheit. Was ist denn falsch mit dir, Mann? Ausgerechnet hier wäre ein Sandwich Gold wert. Wird das Vielfache des eigentlichen Preises bezahlen. Pleasure doing business. Ja, klar. This is my fight. God's grant me strength. Ich glaube, wir sind dumm, wenn ich jetzt nicht die Immunität ein bisschen hochpushe. Ich hätte deine Rabatte gern noch mehr ausgenutzt. Fuck. These two. Ready yourself, Asterius, my friend, for our most hated enemy has come to challenge us again before this loving crowd. I don't understand this place at all. How is it you're still champion after all this time? After losing repeatedly and often, I mean. Ja. Vom Recke macht eigentlich. Soweit ich weiß, hat der Recke kein. Also im deutschen Sprachgebrauch jetzt nicht dieses Ding vom Titelverteidiger im Vergleich zum Champion. Also im Deutschen funktioniert das nicht ganz. What would you know of it? There's more, much more to being a champion than empty victories. It is a way of thought. A bearing, a certain dignity which you shall never have. Ah.
what now? Ow. Are you prepared to be sent screaming back to the hellish darkness? There, you monster. Ah, scheiße. Ich erwisch nicht mehr den Minotaurus. Oh shit, der Wirbel. Ich bin tot. Wer ist so tot? Oh! Draw. Unentschieden zwischen dem Bullen und mir. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Now how do I get through all that armor? Ja, ich bin gerade überlegen, ob ich sie loswerde. You've been abetting him, Thanatos. Behind my back. Betrayal. I would ask you why. Well. My lord, he and I. Please, go lock me up in Tartarus or deal whichever justice you see fit, but my loyalty is not subject to change, and I cannot stand by and watch you fight. The matter between you and Zagreus, there has to be some resolution here. You dare to lecture me? My loyal subjects are too few of late, I think. This is your realm, not mine. I'll not cast you into that wretched pit. It's not like I have someone to replace you here besides. Now then, be gone. I am deeply sorry, Lord. Ach nee, stimmt. Damit sind ja beide erstmal raus. In my recent audience with Nyx Lad, she let on that you have mentioned Chaos as of late. Is it true you've met her parent yourself? Stimmt, im Deutschen können wir das nicht anders machen. In der Einzahl haben wir... Ich glaube, offiziell gibt es tatsächlich Älter. Älter ist, glaube ich, wirklich die offizielle Einzahl von Eltern. Aber das ist halt gebräuchlicher Elternteil. I have. Chaos is not like anyone I've ever met. At first I was a little worried meeting this vast primordial entity apparently responsible for all creation, but they seem all right. Chaos and Nyx haven't been talking for a while, though. You don't know what happened there, do you? Das finde ich übrigens, wo ich gerade drüber nachdenke, finde ich das ziemlich interessant. Dass Eltern bei uns halt in der Grundform eine Plural ist. Und das ist deswegen natürlich... Im Sprachgebrauch Tatsache gar nicht vor, also nur von der Sprache halt gar nicht vorgesehen ist, dass jemand alleinerziehend sein soll. Das grenzt ja im Prinzip schon beim Sprachgebrauch aus. Wie andere Sachen ja auch. Also das ist ja Tatsache auch so ein Beispiel fürs Gendern, dass halt dadurch, dass die Grundform oftmals männlich ist, halt das Weibliche erstmal ausgegrenzt wird. Und bei Eltern fällt es mir jetzt gerade auf. Alleinerziehende werden grundsätzlich erstmal im Sprachgebrauch ausgegrenzt, weil die Grundform von Eltern halt Plural ist. Im Englischen ist es einfach. Parent and parents. I know a little bit, I think. Nyx, she and Chaos, they just slowly drifted apart. No animosity, not anymore at least. It happens between parents and children. And once such ties are severed, they cannot always be restored. Especially among primordial gods as old as time, I suppose. They drifted apart. Dann müsstest du doch eigentlich ganz, müsstest dir doch vertraut vorkommen. So, weil ich meine, irgendwie sollte doch hier was zu holen sein. Just checking up on things.
aber scheinbar noch nicht. Weil hier sollte ich doch irgendwie den Passierschein für Orpheus und Eurydike kriegen. Du hast wahrscheinlich nichts Neues, oder? Moment, hätte ich die jetzt? Let us hold court then. Ach ne, das war für ihn. Ich muss mal kurz gucken. Jetzt war ich gerade so irritiert. Finsterer Dost. Will ich den finsteren Dost? Nee, wa? Nee, Quatsch. Wenn, dann will ich das, aber... Oh, Orpheus. I heard from Hermes, messenger and god of travel and all that. It's odd I'm giving you his message in this case, but he says hey. Admires your musical ability as well. Oh, that was kind of him, my friend. When I first ventured deep into this realm, while searching for the soul of my lost muse, after I failed utterly, it was Lord Hermes who whisked her away. It happened so fast. He did an excellent job. I'm glad you took it so well. Yeah. Laughable. Denied. Ironischerweise passt das gut. Nicht ironischerweise, aber witzigerweise passt. Hey, Nix, I would have you know, I'm now proud owner of my very own Chthonic companion. You really built them to last. Just not very many of them, apparently. I'd all but given up on ever finding one. Und was sagt mir, für ihren Auftrag muss ich alle von diesen Companions kriegen. I sensed this outcome, and it pleases me. Though you never would have simply discovered such a thing. They each are unique artifacts that must be given willingly if they are to retain their shape and power. I have to say, and I do mean this as a compliment, it's hard for me to imagine Knight Incarnate herself fashioning these little keepsakes to be given between friends. Do not mistake them for their unassuming look. Within them is the strength of an unbreaking bond between two souls conjoined. And I just quickly. Ach. Here's the latest catch, Chef. Why, thank you. Do, sir, in my father's chambers, he has a bedside portrait of somebody. Is she someone with whom you were familiar? Oh, Prince, I'm not permitted in your father's chambers. Are you kidding me? Ja, sieht man I auch. Ask you what it's like in there, but I don't think I'm supposed to know. Ganz ehrlich, man hat ja im Zimmer auch angesehen, dass Dusa da nie drin war. Es ist alles unordentlich. Das liest du nicht bis da, finde ich schön. Don't worry, you're not missing much. Ja. Ich glaube, das will ich. I'll take that deal. Ich glaube, das will ich. Ich glaube, das investiere ich doch auch gleich. Weil dann habe ich hier zumindest alle Haken dran, sag ich mal. House contractor, my good shade, have yet another job for your distinguished team. I give the orders around here. Ja, sehr gut. Will ich? Ja, warum nicht? I'll take that deal. Here's the gemstones then. It's a deal. So, es muss reichen. Musikantenmuse. Ah, okay, nee, daran arbeite ich ja noch. Ja, und der Rest ist alt. Halt! Ich muss zurück, stimmt, ich muss ja üben. Ich habe vergessen, dass ich ja mit der Laut üben muss. Zurück. Das wird noch dauern. Gut, wir wechseln hier wieder auf Zeus. Oder nein. Ich werde es mal ein bisschen umtauschen. Ich glaube, ich gehe ein bisschen auf Athene. Oder nee,
noch besser. Ich gehe erst auf den Brunnen, dann auf Athene und dann auf Zeus zum Schluss. So. Wenn ich das wegnehmen würde. Minus 2. Ich will es mal testen. Und dafür nehme ich einen hier raus. Ich will es mal testen. 7 Minuten. Mal gucken, ob das klappt. Darkness gives me strength. How goes it this time, man? Everything fine? Go hold that fort. I wager we can make things finer yet. Okay, in diesem Bildschirm wird's angehalten. Sehr schön. Komm, würfeln wir gleich mal. What else we got? Schade. Aber fangen wir gleich mit der Schande. Ne, wir fangen mit dem Schwert an. Time to feast. Okay, aber läuft weiter so, nur in den Auswahlbildschirm scheinbar, sie ist nicht vorhanden. Für den Granatapfel ist nicht so. Gehen wir mal. Nee, ich will Gesundheit. Ich will Gesundheit. Erstmal Gesundheit aufbauen. Gehen wir runter. Going in. Infinite possibilities can be tedious to choose from. So let me provide you with a significantly smaller set with which you may yet change the fate's designs. Bewegungskarten danach. Mehr Angriff ist schön. Ah, ich glaube, ich gehe jetzt wirklich. Ne, wir nehmen den Angriff. Und die Finsternis. Scheiß auf den Netflix. Ah, scheiße, aber hätte ich noch gucken können, was es da gibt. Egal, hätte fahren können. Come on, the doom's down. I suppose even down in the underworld, you would have heard such tales of me, young man. They're all untrue, except the tales of my bravery. Those are completely accurate, though all too modest in most cases, I must say. Mir ist klar.
Himmlische Rache. Kleine Mann jetzt in Kettenblitz. Huch. Was ist das jetzt? Hello, mates. My boon from chaos is transformed. Ah, Geld. Egal. Zu spät. Au. Okay, bei den Viechern ist der Kettenblitz halt. Fuck. Bin gearscht. Geld. Scheiß auf Poseidon. Ich will. Ich glaube, ich will den Giftschaden verbessern. Stronger still. Ist das schon wieder der letzte Raum oder was? Was ist der letzte Raum? Shit. So, Brunnen jetzt aber. Brunnen, sehr schön. Oh, das hätte mich das geärgert, wenn das irgendwie nicht geklappt hätte. So, ich bin mal gespannt, ob nur auf 7 Minuten aufgefüllt wird oder ob ich jetzt quasi 7 Minuten um drauf kriege. Ja, nein. Ah, und hier bleibt dann die Zeit stehen. Sehr schön. Okay. Got to keep going. So. Should I change things up? Ich glaube, jetzt gehe ich auf Athene für den Schutzschild. Should help. Was haben wir hier? Gesundheit brauche ich jetzt nicht. Nee, oh, nee, nee, nee. Heading up. Das heißt, für diese ganzen Reflexionseffekte, ich will die am besten für für den Angriff auf die Spezialität. Okay, das werden 7 Minuten draufgepackt. Sehr schön.
the gods. Die sind beide episch. Gut, dann gebe ich jetzt mal dem Blitz was. Geld oder Leben? Oh. Nope. Unter anderen Bedingungen gerne, aber nein. Ich bin ganz gut mit der Gesundheit gerade. Edelsteine oder das? Was haben wir hier? Ist ja alles scheiße. Gehen wir zum Schlüssel. Da kriege ich wenigstens noch ein erneutes Würfeln bei den Gaben. Ach scheiße, bei den Edelsteinen hätte ich ja jetzt Geld gekriegt. Fällt mir gerade ein. Egal, ich habe gerade keine Geld mehr. Ich habe ihn fast nicht gesehen. Halt! Scheiße kaufen. Will ich Gesundheit kaufen? Nein. Au. Dumm. Ja, das Boot. Das finde ich eigentlich immer ganz witzig. Ah, weg. I understand you've been in contact with my Nektar father. Vergessen. Your uncle Zeus, I mean. He's taken interest in your plight. You should feel honored. Wenn man beim letzten Mal nicht ordentlich die Hölle gemacht hätte, würde ich es sogar machen. Racheschaden. Ah, hier, sehr schön. Spezialität kann ablenken. Das wollte ich. Oh, sehr schön. Es gibt eine hohe Chance, dass was heroisch wird. Nämlich. Oh, in den kann man es auch frei. Klar, sie kriegt was. Seltenheitsbonus. Oh, for me, really, Your Majesty? This will be perfect for my latest recipes. Das freut mich. You know, of all the souls I've ever met, I feel like you put this stuff to the best possible use. Mhm. Eurydice, how long have you been down here anyway, if you don't mind my asking? Seems like you're pretty settled in. It's quite a lovely place. How long have I been down here, hon? Huh, I don't have the faintest. You lose your sense of time once you're a shade, or maybe once there's not a sun or moon over your head. But yeah, I found myself a decent spot and fixed it up a bit. Ich glaub, das können wir alle aktuell nachvollziehen. So, ja, das. That can be arranged. Why, thank you. Nice. Und damit wohl klar, was wir demnächst upgraden werden.
Thanks again. Well, see ya. Okay, Sharon. Oder, oh, das ist schon wieder der letzte Raum, oder was? Okay. So. So, aber bei Sharon tickt auch die Uhr nicht. Oh, doch, sie tickt. Sie tickt, und zwar laut. Hier ist die Fee. Wir würfeln. What else? Nebengeschäft. Time to pick up the pace. How fares your war against the dead? Stichender Schuss, Rachefluch, Blutgier. Wir würfeln. What else is there? Nee. Schön, weil ich hab einfach. Ah, okay. Oh Gott, Verderbnisschaden 120. Und wie viel hab ich momentan? Plus 117%. Nee, dann bleibe ich lieber bei den Prozenten. Dein Angriff, deine Spezialität fügen mehr Schaden zu. Gut, dann nehmen wir das. Das Würfeln halt komplett verschwendet, aber egal. Lenny, if you'd like for me to kill you, hiss. Au. Au, weg. Wieso passiert mir das immer wieder? Ich verliere eine Marke. Oh, das war knapp. Und bis jetzt bin ich ganz gut in der Zeit. Nicht, dass ich mich beschweren will. My keepsakes. Wo ist Artemis? Hier ist Artemis. Weil ich will eine ganz bestimmte Sache von Artemis. Ne, wir sparen. Wir sparen. Klar, ich habe das Nebengeschäft, aber ich will einen guten Puffer. Für random Scheiß gebe ich jetzt kein Geld mehr aus. Das ist beim letzten Run schief gegangen. Nur das ist schief gegangen beim letzten Run.
Artemis, sehr schön. Arty, 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 Arty. Einfach nur verscheißen, ne? Warum müssen denn diese Wichser hier sein? Olympus is a total disappointment, Zagreus. Why, someday maybe you could meet Callisto. She goes hunting with me all the time. But you don't see many woodland nymphs down there. Okay, das, was ich mir erhofft habe, ist noch nicht dabei. Aber ich nehme die Crit gerne mit. Oh shit, was nehme ich jetzt? Ich glaube, ich gehe erstmal auf den Hammer. Sorry, Hermes. Aber der Hammer hat noch ein paar Sachen, die ganz cool wären. Ich kann hier angeln. Au. Das habe ich gesucht. Should work. Okay, beim Angeln bleibt die Zeit stehen. Think I got one. Looks like a clam. So, gibt's hier was von Interesse? Das. Auf jeden Fall das. Es könnte das Doppelte kosten. Ich würde es kaufen. Das war eins von denen. Genau. Und du warst auch? Genau, du warst auch episch. Ich glaube, in dem Fall gehe ich dann auf das hier. Weil irgendwie, glaube ich, der Giftrunner hat nicht so viel Dings gekriegt. So viel Bonus. Oh, hi. I am returned once more to my more earthly capability, short one. And I'm able to move freely once again. Ja, oh, er kommentiert das. Das finde ich interessant. Fine change of pace, Asterius. Who needs that old spectacular custom-fitting suit of legendary armor anyway? You mock me. Yet you know nothing of being trapped, enclosed in something and unable to break free. I need no armor to fight you. Alleine deswegen fühle ich mich schon weniger schlecht, als ich Tatsache das weggenommen habe.
I yield. Oh, ich frage mich, ob es möglich ist, weil er hat jetzt gerade noch ein paar Lebenspunkte verloren. Ich frage mich, ob es möglich ist, ihn zu töten. In the name of Hades. Aber wahrscheinlich nicht. Weil ich wüsste nicht, was ich... Bingo! Das wollte ich haben. Weil ich weiß nicht, was ich dafür einen Passivschaden verteilen muss, dass das irgendwie ihn tötet. Guckt euch das an. Oh, das ist vor allem eine geile Kombination mit dem Kettenblitz, stelle ich gerade fest. Welcome. Was haben wir? Komm, zwei zum Preis von einem. Und ich will Athena. Correct decision, Zagreus. Ah, schauen wir mal. Beim Ablenken. Schutzlos. Statische, ne? Opfer erleidet beim Treffen von hinten 5 Sekunden lang Schaden. Nehmen wir mal erstmal das. War shall be waged here, no matter what, my kin. But even still, I am dismayed you would have sided against me. Scheiße, ich hätte würfeln können. He'll get over it. Time to win him over. Au, 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 au. Well, haven't you withstood my murderous intent? Resilience as this deserves reward, and I am feeling rather generous. Cool. Ares Hilfe, Rachefluch. Nachdem du verletzt wirst. Ja, komm, nehmen wir den Rachefluch. Wegen der Seltenheitsstufe. Nee. Ja, doch. Oh! Nein. Ich will den Apfel. Könnte dumm sein. Aber ich will hier ein bisschen was upgraden. Brillantere Post. Die Rückendeckung. Patroklos. Sehr schön. You're wallowing away somewhere, same as I. But where? Why not here? Well. Whatever happened with that war you mentioned, sir? If you don't mind my asking. Achso, du darfst Achilles nicht mehr fragen, deswegen fragst du Patroklos. Well, truth be told here, stranger, I do mind. You speak as one who's not experienced a war. Those of us who survived, or you know what I mean, we do bear some responsibility to history. But all the same, it's not a time and place to which I would return. I trust you'll understand. Mir fällt gerade ein, gibt's nicht auch einen Schafskäse, der Patroklos heißt? Ich glaube, ich will erstmal das. Tatsache. Um wieder ein bisschen zu Kräften zu kommen.
Das wäre auch nice, gebe ich zu, aber ich will erstmal zu Kräften kommen. Thank you, sir. Wie ist das jetzt? Letzter Raum oder was? Fuck. Fein. Ja. Letzter Raum. Dann nehmen wir das. Well, I don't see why not. Ah, so then the boatman Charon came through for us after all, did he? Whatever means we have to reach you will employ. Nehmen wir geschockt. Shocking. Should help keep me going. Die Rückendeckung. Das ist aktuell wirklich so ein geiler Perk. Oh, mit der bin ich noch weg. Nee, ich war schon voll bei ihm im Laden. Stimmt, bei vor der Hydra. War ein kurzes Elysium. Habe ich das Gefühl. Well now, Asterius, he's returned. And this time we shall have to vanquish him without the aid of our divine armor. A worthy challenge, no? Be cautious not to underestimate him, King. He has proved troublesome before. Nonsense, my friend. For how can one underestimate that which deserves no esteem whatsoever? Alter. Together now, attack! Hast schon unzählige Male von mir auf den Sack gekriegt? Komm mal klar. Fiend, you are unfit to walk these hallowed passageways. Jetzt schon? Krass. Some darkness. Showed them who's boss, didn't we, Shade? Was ist das eigentlich? Ach, der Stier. Da bin ich zufrieden, dass das Stierfans rings um meinen kleinen Fan sind. Sagt nichts. Okay, jetzt werden wir wieder fies und wechseln auf das Halsband. 50 ist okay. Nehmen wir. Oder will ich auf Nein, wir wechseln nicht auf Skelly. Wir nehmen das Halsband. Will ich das? Ja. Ich will. I'll pay for that. Mag sich im Nachhinein als dumm herausstellen, aber ich will das. I'm almost out of here. The underworld's entryway. I think I see a fish. Tatsache. Now I am victorious. Okay, hier rollt die Zeit. Okay, wir sparen erstmal. Obwohl, nee, weißt du was? Wir sparen nicht die Kohle. I'll take it.
Schadensresistenz auf jeden Fall. Nehme ich die. Nehme die Resistenz. Die könnte mir im 2x2 nämlich den Arsch retten. Strong stuff. Und komm, nehmen wir das. Centaur Strength. Okay. Oh, ich hoffe, die Zeit läuft nicht auch noch für den Hades-Kampf ab. Das wäre bitter. Aber wir werden sehen. Shit. Du fügst mehr Schaden zu, wenn drei wir würfeln. Something else. Vergiftete Gegner stecken alle 4 Sekunden Gegner in der Nähe an. Weil ich bin mir nicht sicher, das bringt mir nicht mehr so viel, glaube ich. Das hier könnte mir jetzt zumindest in den Katakomben was bringen. Habe ich hier noch was mir was bringen würde über die längere, über die nächste Zeit? Nope. Ich habe 300, ich brauche 450. Okay, noch 200 für den Rest. Gehen wir doch zum Geld. Oh, sweet. Hey, a satyr sack already. Disgusting. Cerberus will love it. So, ich habe 500. Dafür kann ich mir wirklich nur... Time to deliver the goods. Ich glaube, ich will eine weitere Gabe. So. Donner und Blitz. Deine Kettenblitzeffekte springen häufiger hin und her, ehe sie enden. Weißer bewirkt, dass Gegner in der Nähe 1,5 Sekunden lang schnell vom Blitz getroffen werden. Blitzschaden 55, 9, maximale Zählerbonus 9 Sekunden. Ja, nehmen wir das. Alright, Junge. The fearsome Cerberus accepts the satyr sack.
I owe you one, boy. Okay, ich poke jetzt einfach mal hoch und sage, ich brauche keine 10 Minuten für Hades. Egal, in welche Richtung, ob nun gewinnen oder verlieren. I'm back, Father. Why? Why do you keep showing up? In spite of knowing that the outcome shall be just the same as how it always was. Beats having to toil away under your overbearing supervision. And besides, as you may be aware, I've recently made up my mind to leave this place. Yeah, utterly incorrigible. When next we meet here, then we'll keep it brief. I've grown weary of our aimless conversations. Now prepare. Control over your brutish strength. Not interested in the analysis now, Father. Oh, I think it's the perfect time. Darkness. Well, then let's hear it. You'd not listen even if I did. Sis! That can be arranged. Zeus. You brought this on yourself. Au. You. You cannot escape. None of us can. Geron, take me home. Done with time to spare. Alright, also ich brauche aber nicht großartig betonen, dass ich noch einen weiteren Run, beziehungsweise dass es noch einen weiteren Stream geben wird, weil ich vergesse das immer wieder. Weil ich ziehe das jetzt hier nicht in die Länge, Tatsache. Wir gehen zu Muttern und dann gibt's beim nächsten Mal den letzten Hades-Stream. Ich spiele dieses Spiel gerne, aber ich glaube, im Stream will ich es jetzt langsam mal durchhaben. Ich werde das definitiv noch auf 100% bringen. Das macht mir halt richtig Laune. Dieses Spiel. Aber ich sehe ein, dass das kein System ist, was man auch, also selbst der Epilog wäre jetzt, glaube ich, nicht was im Stream gut funktionieren würde. Zagreus! Ja. I'm back, Mother. It's a me, Zagreus. Auch wenn ich den Epilog wirklich gerne im Stream weiterspielen würde, aber ich glaube, das führt nirgendwo hin. Also zumindest streamtechnisch. Dementsprechend. Wir spielen, bis die Credits rollen und dann war's das. Aber das ist erst beim nächsten Mal. Jetzt hören wir Mutter zu. Of everything down in that gloomy house, I miss old Cerberus the most, I think. But I miss other things as well. The lack of light was gentler on my skin. Not being as cold. And Nyx and her young sons. It was all very odd, but... Mother, in Father's bedchambers,
Mind you, there's almost nothing there, just neatly sorted rows of all his samey capes. But on his nightstand is a portrait of you, wearing a regal crown of red laurels. A queen. His queen. Ich weiß ja nicht, ob wir beide dasselbe Zimmer gesehen haben, aber säuberlich sortiert war da wenig. I was fitted for those garments when I first arrived. They were not my customary style. So Hades has a portrait of me still. Why would he put it back on display now? Wieso wieder? Ich weiß sogar nicht, ob er es jemals weggenommen hat. No, no, he's never let anybody in his bedchambers. I broke in, don't you see? He didn't put your portrait back on display. It's always been there. Ever since you left. So, Mother, why do you suppose he would do that? Because he loves me still. Is that what you want me to say? Vom ist es so hart. Zagreus will halt, dass seine Eltern wieder zusammenkommen, aber die haben sich auseinandergelebt. Zumindest von ihrer Seite. Also von Persephones Seite. Have you ever loved him yourself? All I really wanted was to leave Olympus. I didn't exactly abscond. I doubt I had much of a choice, but I went willingly. Perhaps Zeus knew how I felt and thought he was doing me a favor. As for Hades, I grew to love him, yes. He always gave me my space. Also Zeus wusste, dass sie gegangen ist. Won't you please talk to him? Or visit Cerberus again, or Nyx? As for Olympus, surely all of you can figure something out? I just don't know, my son. Olympus is behind me. And the underworld? I cannot imagine I would be very welcome there after all this time. Ich glaube, du irrst dich da, aber... Ich kann auch verstehen, dass du nicht mehr zurück willst in die Welt, die du verlassen hast. But you are the queen. Yeah, you are the queen. Okay, und mit diesen Worten machen wir hier Feierabend. Ich bin wirklich sehr, 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 sehr gespannt, wie die Sache ausgeht. Und ob es überhaupt wirklich richtig ausgeht. Ich hätte tatsächlich Bock auf Hades, also auf Hades 2 im Sinne von das Spiel, nur mit einem leicht neuen Setting. Weil mir gefallen die Charaktere, mir gefällt der Stil. Auch Roguelikes sind scheinbar was mich sehr schnell anfixt. Ist ja nicht das erste Roguelike. Also Rogue Legacy war, glaube ich, das erste, wo ich bewusst gesagt habe, oh, das macht richtig Bock. Das ist jetzt hier Rogue Heroes, Tatsache noch nicht ganz so sehr, wie ich es mir erhoffe. Aber ich komme rein und nachher das widmen wir nochmal Rogue Heroes ein bisschen mehr. Anyway, für heute soll es das gewesen sein. Beim nächsten Mal Hades geht es zu Ende. Es wird dann der letzte Stream sein, außer die ziehen jetzt nochmal richtig die Schwierigkeitskurve an. Deswegen sage ich einfach mal vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche einen fantastischen Restabend und eine geruhsame Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.